Hey Leute, Coach Steph hier und heute zeige ich euch, wo euer Fitnessstudio euch eventuell ein bisschen abzockt beziehungsweise euch Kosten unterjubelt, die euch auf den ersten Blick gar nicht so ins Auge springen. Und ich habe ja ein eigenes Fitnessstudio, wir stehen ja hier gerade drin, drehen ja hier alle YouTube-Videos, von daher kennt ihr es. Da kann ich euch vielleicht auch so ein bisschen Insider-Informationen geben, wo ich denke, welche Kosten sind berechtigt und welche sind vielleicht unnötig, wo wird unnötig versucht, den Leuten ein paar Euros extra abzuziehen. Von daher heute das Video. Ist ja ein Fitnesskanal und die meisten von euch werden sicherlich irgendwo mal in einem Fitnessstudio Mitglied sein oder waren mal Mitglied. Von daher wird es euch wahrscheinlich interessieren. Und bevor wir starten, Shoutout an Smilodogs. Sie sind der Sponsor vom heutigen Video. Ihr bekommt dort die freshesten Sportklamotten mit meinem Gutscheincode immer zum besten Deal. Ich verlinke euch alles unten, denn Sportklamotten sind wichtig, wenn ihr häufig ins Training geht. Sehr viel schwitzt, braucht ihr auch immer wieder frische Klamotten. If you look good, you feel good. If you feel good, you play good. And if you play good, you pay good. Alles unten verlinkt. Aber genug geredet, legen wir los. Steigen wir auch gleich mit dem ersten Punkt ein und das ist die Anmeldegebühr, die bei der Anmeldung direkt zum Vertragsbeginn fällig wird. Ist ja egal, ob es ein großes oder kleines Fitnessstudio ist, es ist gang und gäbe, dass ihr eine Anmeldegebühr zahlt und in meinen Augen auch total gerechtfertigt, muss ich klar sagen. Auch wenn viele Leute glauben, das ist die Abzocke, ich unterschreibe da, bin jetzt Mitglied, ihr packt es da in euren Computer rein, für was bezahle ich? 100 Euro oder 50 Euro, ja, oder woanders. Aber du musst dir überlegen, der Vertrag, den du in der Hand hältst, den hat dir irgendein Anwalt mal geschrieben. Dieses Papier hat irgendeiner gekauft. Diese Tinte da drauf, da muss ja irgendwo ein Drucker stehen. Der will auch befüllt werden und vor allem von einer Person bedient werden. Dann muss diesen Vertrag ja irgendjemand in die Hand bekommen, der das Ganze dann abtippt, in den Verteiler reinpackt, eure E-Mail-Adresse reinpackt und in dieser Anmeldegebühr ist ja nicht nur diese Arbeitsschritte drin, sondern wahrscheinlich auch schon die Kündigung, die ist da auch mitberechnet, BWL-technisch, ja, weil jeder, der sich anmeldet, wird wahrscheinlich irgendwann kündigen. Eventuell habt ihr irgendwann mal noch eine Stilllegung oder irgendwas, was auch nochmal buchhalterische Kosten darstellt. Das ist alles in dieser Anmeldegebühr drin. Zusätzlich habt ihr vielleicht eine Karte oder einen Transponder bei uns. Gibt solche, wo du halt in dein Gym kommst, der muss ja auch bezahlt werden. Und auch wenn vielleicht so diese Karte 50 Cent kostet im Einkauf, du kaufst als Fitnessstudio ja nicht nur eine Karte ein. Du kaufst 100 ein oder 200, da bist du auf einen Schlag mal auch kurz 500, 1000, 1500 Euro los, weil du ja immer gleich einen nächsten Satz Karten bestellen musst. Und da musst du in Vorleistung gehen, dann hast du nämlich 500 Karten in der Schublade liegen. Das ist erstmal Geld, was weg ist, was du in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann mal an die Leute unterteilst. Auch das ist natürlich in dieser Anmeldegebühr drin. Kann sein, je nachdem, was für ein Fitnessstudio, habt ihr da auch gleich eine Einweisung, dass ein Trainer euch in die Geräte einweist oder euch irgendwas zeigt, erklärt, was meistens so ein Termin von einer Stunde ist. Auch diese Stunde muss ja bezahlt werden. Dieser Trainer, der nimmt ja mindestens den Mindestlohn. Ja, also lass es 10 Euro die Stunde sein. Diese 10 Euro, wo kommen die her? Ja, du musst immer denken, das Fitnessstudio hat nichts zu verschenken. Niemand hat was zu verschenken. In keinem Laden kriegst du irgendwas. Entweder sind es Marketingkosten, dass dir ein bisschen was, ja, Werbegeschenk, aber das ist ja nicht geschenkt. Das ist ja tatsächlich nur als Anreiz, dass du irgendwas anderes kaufst. Und so ist es natürlich auch in einem Fitnessstudio. Jeder Arbeitsschritt muss irgendwie vom Kunden von dir bezahlt werden. Von daher ist es gang und gäbe und vollkommen legitim, dass es eine Anmeldegebühr gibt. Kann aber sein, ja, jetzt kommt das Aber, dass in manchen Clubs irgendwie 300 Euro oder 500 Euro, habe ich auch schon gesehen, 280 Euro, wo ich dann sage, okay, was rechtfertigt diesen hohen Betrag bei der Anmeldung? Ja? Also man muss auch gucken, was ist die Leistung für diesem Anmeldepaket und was sind da tatsächlichen Kosten, die für das Fitnessstudio entstehen. Kann natürlich sein, dass es überteuert ist. Manche Fitnessstudios haben auch zwei Anmeldegebühren. Die labeln sie dann einmal als Anmeldegebühr und einmal als Buchhaltungsgebühr. Und sind dann so nett und streichen dir eins, weil sie sagen, ja gut, ich weiß, du kommst von einem Kumpel, der ist Mitglied, der kommt immer, wegen dem, weil du ihn kennst, streiche ich dir diesen einen Preis. Und das ist auch Streichpreis, der ist da drin, um gestrichen zu werden, dass du als Kunde so das Gefühl hast, oh geil, der kommt mir ja entgegen, dann muss ich ja jetzt abschließen. Ja, und das ist auch so ein bisschen Marketing, finde ich gar nicht verwerflich, haben wir bei uns zum Beispiel nicht. Wir haben einfach eine Anmeldegebühr, 99 Euro, dann bist du angemeldet mit Transponder, mit allem drum und dran. Ja, manche Studios machen das in zwei geteilt, finde ich auch nicht verkehrt, vielleicht machen wir das auch irgendwann mal, aber jetzt wisst ihr, was es damit auf sich hat. Der nächste Punkt ist viel interessanter, denn hier werden wirklich Kosten verschleiert und das ist der Monatsbeitrag. Du meldest dich im Fitnessstudio an, kannst meistens auswählen 24 Monate, 12 Monate, 6 Monate, dementsprechend kostet es im Monat Betrag X, mehr oder weniger.
Und irgendwann vor ein paar Jahren kamen so ein paar Fitnessstudios auf die Idee, dass sie keinen Monatsbeitrag ausschreiben, sondern Wochenpreise. Du zahlst in der Woche 7 Euro. Dann denkst du als normaler Mensch, ja gut, ein Monat hat grob 4 Wochen, mal 7 sind so 28 Euro im Monat, alles klar, ja oder nein, zu wenig oder zu viel, passt. Aber du weißt ja im Hinterkopf ganz genau, eigentlich hat der Monat ein paar Tage mehr. Eigentlich sind es nicht 4 Wochen, sondern 4,3. Und wenn du das aber mal auf 12 Monate hochrechnest, 52 Wochen mal 7, dann stellt sich am Ende heraus, du zahlst 13 Monate statt 12, einfach weil wöchentlich abgebucht wird und nicht monatlich. Und dieser extra Monat, diese extra 30 Euro, die haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm. Wird dir auch keiner erklären, außer ich, weil ich hier ein Video machen will, wie transparent das Ganze denn sein kann, wenn man es wirklich mit den Leuten offen anspricht. Also hier, wöchentlich oder monatlich, das ist der große Unterschied, dem viele Leute so ein bisschen auf den Leim gehen. Und dann kommt es natürlich drauf an. 7 Euro in der Woche klingt natürlich sexier, weil der Betrag geringer ist als 30 im Monat. Ja, das ist so ein bisschen das Marketing dahinter. Ich war auch mal auf so einer Schulung. Ich war ja Studioleiter früher in dem einen Studio, habe da als Trainer gearbeitet. Ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen und da sagte dann irgend so ein Verkaufsfritze, ja, wenn die Leute dann fragen, wie viel kostet, dann sagst du, wie oft willst du denn die Woche kommen? Dann sagt er 5-mal, dann sagst du, kostet 7 Euro im Monat. Wenn der dich fragt, wie oft du in die Woche kommst, dann gibst du eine Woche. Nein, du bekommst dein Gehalt meistens monatlich. Und wenn es um Geld geht, rechnest du also auch monatlich. Und nicht, wie oft du pro Woche hast. Also dummes Marketinggeschwätz. Aber jetzt wisst ihr ja Bescheid. Der nächste Punkt sind sogenannte Pauschalen. Da gibt es dann Quartalspauschale, Servicepauschale, Trainerpauschale, gibt viele verschiedene Namen. Egal, wie man es auch immer nennt, es sind nochmal zusätzlich Kosten. Und viele Leute fragen sich zu Recht, warum bezahle ich die? Und das Fitnessstudio sagt dann meistens sowas wie, wir bilden unsere Trainer fort. Oder unser Servicepersonal wird weiter geschult, das kommt dir ja auch irgendwie zugute, aber du musst es zahlen, auch wenn du es gar nicht in Anspruch nimmst, bla bla bla. Und da stellt sich einfach nur die Frage, warum packt ihr diese Kosten nicht in den Monatsbeitrag rein? Weil es eben nicht so sexy klingt, wenn es 40 im Monat kostet statt 30. Lieber kostet es 30 im Monat und du zahlst alle 3 Monate nochmal einen kleinen Betrag, der dir im Verkaufsgespräch jetzt nicht so teuer vorkommt, aber wenn du sagst, ja, es sind nochmal 100 Euro mehr im Jahr, dann denkst du, für dass die Trägenkraft was kann oder dass der Trainer, der Mindestlohn kriegt, der fachlich überhaupt nicht auf der Höhe ist, wo ich mir lieber einen YouTuber anschaue, dass der nochmal was kriegt, zahle ich extra? Ja, also auch so ein Punkt, wo wir zum Beispiel hier nicht haben, weil ich es absolut nicht einsehe. Und wenn wir mal wirklich ehrlich sind, so eine Trainerschulung, manche Studios machen das ja wirklich, was lernen die da? Da gibt es keinen Schein. Da gibt es selten jemanden, der von extern kommt, der wirklich Ahnung hat, dass der Trainer, der für Mindestlohn in deinem Studio da steht und Shakes macht, dass er dir wirklich irgendwas vermitteln könnte. Ja, also so solche Pauschalen, das ist auch nur eine Umrechnung von Kosten, damit sich besser verkaufen lässt, aber total ungerechtfertigt, meine Meinung. Der letzte Punkt auf der Liste sind die sogenannten Leistungen. Und die sind ja von Gym zu Gym unterschiedlich. Manche haben Training an Geräten, manche haben Kurse, Sauna, Solarium, Personal Trainings, Check-ups mit den Trainern in regelmäßigen Abständen, Trainingspläne. Es gibt ja verschiedene Inhalte, die du anbieten kannst an deine Kundschaft. Und manche Studios, so machen wir es, sagen, es ist ein Preis, da ist alles drin. Mach die Kurse, geh pumpen, quatsch die Trainer an, der zeigt dir kurz easy. Ja? Und du hast so für dich so ein bisschen eine Mischkalkulation, weil die meisten nehmen es eh nicht in Anspruch, passt. Ja? Und der, wer will, der kann es gerne machen. Andere Studios sagen hier wieder, naja, wir haben so einen Basistarif, der ist 7 Euro die Woche und wenn du jetzt noch Sauna willst, dann kostet es 1 Euro mehr die Woche und wenn du jetzt noch die Check-ups, dann kannst du so ein Paket buchen. Ja, und das ist halt auch alles wieder klein gerechnet, viele kleine Preise. Du denkst so, naja, 1 Euro die Woche ist ja gar nichts dafür, dass ich in die Sauna gehe. Aber wenn sie dir sagen würden, das kostet 52 Euro im Jahr, dafür, dass du eigentlich eh nie gehst, dann überlegst du dir das eher nochmal und sagst, nee, 50 Euro gebe ich nicht aus, aber 1 Euro die Woche gebe ich aus. Ja? Also ist auch wieder hier klein gerechnet. Von daher müsst ihr wirklich überlegen, welche Leistungen will ich? Ja, es ist ja nicht schlecht, wenn man kleine Pakete macht, so kann man zumindest auswählen, was will ich tatsächlich haben und was nicht. Andererseits ist es auch einfacher zu sagen, pass auf, ein Preis passt ja für dich, du kannst alles nutzen, wie du lustig bist, kannst gerne Sachen probieren, ohne dafür zusätzlich zu zahlen, ja, hast alles mit einem Wisch weg. Nicht besser, nicht schlechter, kommt so ein bisschen auf den Typ an, aber das müsst ihr eben vergleichen. Und wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt, dann habt ihr vielleicht ein Problem. Mein Tipp, wie ihr durch diesen ganzen Dschungel navigiert, ohne auf die Fresse zu fallen, ist, indem ihr alle Kosten aufs Jahr hochrechnet. Ihr nehmt die Anmeldegebühr,
Die monatlichen oder wöchentlichen Beiträge rechnet ihr auf ein Jahr hoch. Alle Pauschalen, die in diesem Jahr fällig werden, alle Kosten. Und dann habt ihr einen Betrag X, 400 Euro, 700 Euro, 1000 Euro und teilt den durch 12. Und dann habt ihr den wirklichen Monatsbeitrag, was es euch monatlich kostet, wenn ihr in diesem Studio ein Jahr Mitglied seid. Und dann könnt ihr vergleichen. Ja, weil das eine Gym hat Monatsbeiträge, der andere wöchentlich. Der andere hat 200 Euro Anmeldegebühr, der andere nur 100. Dafür musst du da deine Einweisung extra bezahlen, die du vielleicht haben willst. Dann kannst du es auch, ist schwierig zu vergleichen. So ein bisschen bei Lebensmitteln, deswegen steht da immer auf 100 Gramm drauf, dass man es leichter vergleichen kann, als wenn jeder seine Portion anders bemisst. Ja, und so könnt ihr es hier quasi auch machen, indem ihr einfach alle Kosten auf ein Jahr hochrechnet und dann könnt ihr vergleichen, seid ihr immer safe auf der sicheren Seite. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid schlauer als vorher, habt vielleicht was gelernt. Und jetzt interessiert mich natürlich, ist euch sowas mal passiert, dass ihr irgendwo abgezockt wurdet, reingefallen seid in irgendwelche kleingedruckten Pauschalen, wo euch dann aufregt, dass ihr so viel Geld liegen lassen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Unten rein, gerne Feedback, Lob, Kritik und ihr findet dort auch irgendwo so einen Knopf, da steht Abonnieren, da könnt ihr gerne draufklicken. Irgendwo da ist auch nochmal der Link zu Smilodogs, wie gesagt, Sponsor vom heutigen Video inklusive Gutscheincode, guckt da auch mal ein bisschen rum und ansonsten, wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, Kanal abonnieren, Coach Steph, wir sehen uns bis dann, Peace.